Kennst du diese Frauen, die morgens nach dem Aufstehen aussehen wie Göttinnen? Mit leicht zerzaustem Haar und rosiger Haut, müden, aber einladenden Augen und einer sexuell verlockenden Körperhaltung? Genau zu der Sorte Frauen gehöre ich nicht. Mein Name ist Nicole Jäger. Und auch wenn ich ein Weib aus Leidenschaft bin, so habe ich mir das mit dem Frausein irgendwie einfacher vorgestellt. Ich bin damit aufgewachsen, mich immer mit anderen vergleichen zu müssen und meine Persönlichkeit immer im Verhältnis zu meinem Körper zu sehen. Ich mache mir immer Gedanken darüber, wie ich wohl gerade aussehe. Meine Brüste könnten größer sein, ich bin zu blass. Ich müsste größer sein bei meinem Gewicht. Mein linkes Bein ist dicker als das. 100% aller Frauen glauben, sie seien nicht gut genug. Wer morgens aufsteht, vor dem Spiegel steht und denkt, ich bin der Geilste hier, ist unter Garantie ein Mann. Alle wollen aussehen wie das Cosmopolitan Covermodel. Wir eifern dem Bild einer Frau hinterher, die es so gar nicht gibt. Und so fühlen sich fast alle Frauen zu dick, zu klein, zu hässlich, haben zu kleine Brüste und warten auf den Moment, in dem alles besser wird. Wir sind in allem low. Low Carb, Low Fat, Low Salt, Low Selbstwert. Wir verbringen im Schnitt 120 Stunden im Jahr vor dem Spiegel. Das sind geschlagene 5 Tage, nur um festzustellen, was alles nicht stimmt. 9 von 10 Frauen über 20 haben Zellulite. Die 10. lügt. Du bist nicht allein. Du bist eine Frau. Du bist eine von 3,69 Milliarden. Scheiß drauf, dass du nicht perfekt bist. Andere sind es auch nicht.